ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr Lieben, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man der Maniokknolle ja als Beilage, wie zum Beispiel Salzkartoffel, zubereitet. Viel Spaß beim Zuschauen. So, ich habe hier zwei Maniokknollen. Für diejenigen von euch, die Maniokknolle noch nie gesehen haben, so sieht ein Maniokknolle aus, ja. So, und jetzt werde ich der Maniokknolle schälen. Und dazu zeige ich euch zwei Varianten, ja. Erstmal den Kopf erstmal abhaken, weil Schneiden geht ein bisschen schwieriger. Genau. So, dann schäle ich der Knolle jetzt und das ist die Variante, die afrikanische Variante. Ich finde, ich bevorzuge diese Art lieber, weil es viel schneller geht. Aber man kann auch mit der Kartoffelschäler der Knolle auch schälen. Und das zeige ich euch gleich. Genau, hier nochmal Kopf abhaken, das Ende auch. So, und hier zeige ich euch die Variante mit der Kartoffelschäler. Geht auch ganz gut. Genau. Aber ich mache weiter mit meiner afrikanischen Variante. Zack, zack, und schon hat man die Schale abgezogen. Genau, und die Schale werden gerne von Ziegen gegessen. Ja, deswegen geben wir die Schale immer unsere Ziegen, wenn man welche zu Hause hat. Also wir hatten zum Beispiel Ziegen zu Hause. Genau, hier werde ich die Knolle erstmal zerkleinert. Vorher nehme ich den Faden weg, also der schmeckt nicht so gut und deswegen muss er entfernt werden. Der sitzt genau in der Mitte
der Knolle. Ich weiß nicht, ob ich schon erzählt habe, also der Maniokklone darf nicht roh gegessen werden, weil sie enthält Blausäure und das ist giftig und deswegen darf sie nicht roh gegessen werden. Ja, jetzt hier werden sie gewaschen und dann können wir die schon kochen. Genau, erstmal nach Geschmack salzen. Und dann können wir die ganz normal wie Kartoffeln zwischen, je nach Größe, zwischen 10 bis 15 Minuten kochen, bis die schön gar ist. So Leute, hier sind die gekochten Maniokknollen. Ich habe sie leider ein bisschen zu lange kochen lassen. Deswegen sind sie mir ein bisschen zu weich gekocht. Ja, übrigens aus der Maniokknolle wird auch Fufu gemacht und zwar zusammen mit grüner Kochbanane. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, bitte hinterlass mir ein Like und ein Abo, falls wenn du unseren Kanal noch nicht abonniert hast. Ansonsten danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.